So, das gucke ich jetzt noch. Das mit. Wir gucken das hier noch. Das ist ein Video von Daisy. Ich weiß nicht, wer Daisy ist. Die dunkle Wahrheit hinter Facebooks Metaversum. I don't really know, was das Facebook-Metaversum ist. Aber mal sehen. Es interessiert mich bestimmt. Ein virtuelles Universum, was derzeit von Mark Zuckerberg kreiert wird und unsere Zukunft grundlegend verändern wird. Ist das so ein, ist das, kennt ihr diese Kanäle, die so Urban Myth verbreiten? So, die haben immer, die Urban Myth Kanäle haben immer, um einen guten Urban Myth Kanal zu machen, braucht ihr eigentlich nur drei Sachen, ne? Schritt 1, niemals selber zeigen. Niemals selber zeigen. Immer die Kamera ausmachen. Immer die keine Kamera, ansonsten ist der Urban Myth vorbei. Schritt 2, Bass hochdrehen in der Stimme. Der Bass muss so hochgedreht werden, dass man nichts hört außer Bass. Schritt 3, Mikrofon ganz nah an den Mund. Ganz nah an den Mund. Und dann braucht ihr noch Schritt 3, das muss richtig knallen, das muss ein bisschen wehtun im Ohr. Ne? Kann man alles in der Nachbearbeitung machen. Und dann bei Spotify mysteriöse Musik anmachen. Wusstet ihr, dass in Mecklenburg-Vorpommern 1997 ein Mann ums Leben gekommen ist, der nicht sterben wollte? Ganz einfach. So einfach hat man einen Urban Myth Kanal. Das ist super easy. Krass, unglaublich. Die 10 mysteriösesten Todesfälle in Wanne-Eickel. Heute bei Urban Myth, die Top 10 mysteriösesten Unfälle bei Nacht. Statt auf unsere Handys zu gucken, setzen wir die Virtual Reality Brille auf und befinden uns im neuen World Wide Web, Web 3.0. Der nächste logische Step in unserer Technologie. Ein Universum, in dem wir in Zukunft zur Schule gehen, arbeiten, Freunde treffen und vielleicht sogar heiraten werden. Leute kaufen bereits Land im Metaversum und sogar große Unternehmen wie Nike und Adidas haben bereits Land gekauft. Ein digitaler Nike-Schuh und NFTs, also digitale Kunst, werden die neuen Statussymbole unserer Gesellschaft. Ein Universum so süchtig machend wie Social Media jetzt. Ja, wann kann ich rein? Ein Universum besser als unsere echte Welt, weshalb wir uns lieber im Metaverse als im echten Leben befinden werden. Denn wenn Mark Zuckerberg uns eins bewiesen hat, dann dass Facebook schon längst die volle Kontrolle über uns hat. Denn die Zukunft mit dem Metaversum hat das Potenzial, die Gesellschaft, so wie wir sie kennen, komplett zu beenden. Ja, aber wann kann ich rein? Das ist jetzt meine Frage. Wenn so viele Menschen dagegen sind, dann wird das nicht passieren, sagt ihr. Stellt euch vor, ich erzähle jemandem im Jahr 1992, wie unsere Mobiltelefone irgendwann unseren kompletten Alltag einnehmen werden. Wie wir geleitet von einer Dopaminausschüttung bei einer Benachrichtigung ständig draufschauen. Also das ist ja auch Quatsch, ne? Das Ding ist, die Leute tun so, als ob in diesem Jahr einfach keine Aufmerksamkeitsspanne mehr da sein würde bei den Leuten. Als ob es halt niemanden mehr gibt, der auch mal 2 Sekunden einfach nur zuhören kann, ohne die ganze Zeit auf TikToks zu gucken. Das stimmt ja gar nicht. Wir sind ja komplett... Keiner... müssen und Screentimes von bis zu 10 Stunden locker erreichen, weil wir nicht einmal mehr merken, wie viel Zeit wir eigentlich damit verbringen, sinnlos vor uns hinzuscrollen. Dieser Mensch würde mir wohl sagen, als ob wir das als Gesellschaft zulassen. Das echte Leben... Nee, dieser Mensch würde dir vor allem sagen, 1992, dass du deinen Arsch wieder in die Küche bewegen sollst, ne? 92 war nämlich die Welt noch in Ordnung. Dem ist doch immer noch interessanter als etwas, was auf dem Screen zu sehen ist. Tja... Und was sagen wir jetzt? Und genau das wird auch mit dem Metaversum passieren. Aber fangen wir von vorne an. Ist Maser hier? Nee, der ist gerade im Metaversum. Der ist Freitag, der ist auf einer Rave-Party. Am 28. Oktober 2021 veröffentlicht Facebook ein Video und stellt den neuen Namen Meta vor. In dem Video beschreibt Mark Zuckerberg Facebooks neue, erweiterte, virtuelle Realität. Eine Realität, in der man alles sein kann, was man sein möchte. In der man gesehen werden kann, wie man gesehen werden möchte. Wo man sich hin teleportieren kann, wo man möchte und... Where you're in the experience, not just looking at it. And we call this... Metaverse. 2021 wurde errechnet, dass der durchschnittliche Deutsche mittlerweile mehr als 10 Stunden am Tag vor dem Bildschirm verbringt. Ja, ich hab mehr.
Das heißt, wenn man 8 Stunden am Tag schläft, verbringen wir jetzt schon mehr Zeit in der virtuellen als in der echten Welt. Okay, 24 Stunden minus 8 Stunden Schlaf bleiben 16 Stunden übrig. Davon verbringen wir 10 Stunden vor dem Computer- oder Handybildschirm. Bleiben noch 6 Stunden übrig, die wir in der Offline-Welt verbringen. Ich würde jetzt mal behaupten, dass es bei mir sogar weniger als 6 Stunden sind. Aber gehen wir jetzt mal von 6 Stunden aus. Das ist die Zeit, die man auch in der virtuellen Welt verbringen könnte. Das ist verschwendete Zeit, die Facebook kein Geld bringt, also ein völlig ungenutzter Markt. Deshalb hat Facebook vielleicht unter anderem beschlossen, die Dinge auf das nächste Level zu bringen. Indem sie ihr gesamtes Geld und ihre Angestellten einsetzen und sogar ihren Namen ändern, erreichen unsere Abhängigkeiten neue Dimensionen. Die Algorithmen von Facebook haben bereits außergewöhnlich gut funktioniert. Facebook, und vergessen nicht, ich meine natürlich auch immer WhatsApp und Instagram, wenn ich von Facebook rede, ist einer der Hauptursachen für unsere virtuelle Sucht. Und genau aus diesem Grund ist das Metaversum so unheimlich, weil das Metaversum neue Maßstäbe schafft. Wir werden unser eigenes Bewusstsein, unser eigenes Leben, unsere Businesse, unsere eigene Kultur. Unsere Business. Businesses. Und unsere Gesellschaft Leute. In die virtuelle Welt einbringen. Aber um dieses ganze Bild zu verstehen, müssen wir den Menschen dahinter verstehen. Mark Zuckerberg. Ich bin auch geimpft. Mark Zuckerberg ist in einem wohlhabenden Vorort von New York aufgewachsen und besuchte später die Harvard University. Zuckerberg startete sein erstes Webprojekt im Jahr 2003, als er noch in Harvard studierte. Hat der nicht irgendwie alles geklaut? Die Webseite hieß FaceMash. Sie stellte Fotos von Harvard-Studenten zusammen und ermöglichte es den Nutzern, ihre Attraktivität zu bewerten. Aber nachdem Harvard ihn erwischt hat, wollte Zuckerberg eine neue Webseite starten. Zuckerberg erstellte eine neue Online-Version für Studenten. Und sofort gewann die Seite enorme Popularität. What? Facebook war auf einer Handvoll von College-Campussen live. Es war nicht das marktführende soziale Netzwerk oder gar das erste soziale Netzwerk an Hochschulen. Andere Unternehmen hatten es früher und mit mehr Funktionen auf den Markt gebracht. Facebook hatte nur 150.000 Nutzer und sammelte in jenem Sommer $500.000 an Risikokapital ein. Und weniger als ein Jahr später sammelten sie $12.7 Millionen ein. Wie konnte Facebook so viel Geld aufbringen, wenn die tatsächliche Nutzung so gering war? Nach allem, was man hört, war es vor allem eine Sache, die die Investoren am meisten beeindruckte. Und zwar die reine Zeit, die die aktiven Nutzer von Facebook auf der Webseite verbrachten. Mehr als die Hälfte aller Nutzer kehrte jeden Tag auf die Seite zurück, denn die Webseite war von Anfang an so angelegt, dass sie extrem süchtig macht. Und sobald der Verbraucher süchtig war, konnte Facebook all seine Informationen und Daten stehlen und sie für einen saftigen Gewinn an Werbekunden verkaufen. Leute, es gibt einen leaked Konversationsverlauf zwischen Mark Zuckerberg und einem Freund damals, wo Zuckerberg damit geprahlt hat, wie er die Informationen von sämtlichen Harvard-Studenten besitzt. Die Leute haben es einfach eingegeben, ich weiß nicht warum. Sie vertrauen mir. Dumb fucks. Was so viel bedeutet wie dumme Trottel oder so. Ja. Nee, dumme Fix heißt das, ganz übersetzt. Da muss ich als English Native mal kurz einspringen. Ja, dummer Fick heißt das. Nachdem ich das gesehen habe, dachte ich mir, dass nicht nur die Harvard-Studenten Trottel sind, sondern wir alle. Gleichzeitig versicherte Zuckerberg seinen Nutzern im Laufe der Jahre, dass sie sich keine Sorgen um ihre Privatsphäre machen müssen. Zuckerberg selbst hingegen ist seine Privatsphäre mehr als wichtig. Er lebt in einer abgelegenen 750 Hektar großen Megavilla auf Hawaii, die durch eine 1,8 Meter hohe Umfassungsmauer gesichert ist. Wenn ich Geld hätte. Ihr seht ja, was passieren würde, wenn ich Geld hätte. Megavilla auf Hawaii, die durch eine 1,8 Meter hohe Umfassungsmauer gesichert ist. Und in seinem Haus in Palo Alto hat Zuckerberg 4 benachbarte Häuser in Wert von $30 Millionen gekauft, die als zusätzlichen Puffer für seine Privatsphäre dienen. Und wenn Zuckerberg online geht, ist seine Webcam-Kamera mit... Da arbeiten Leute, die sind nur morgens da, wenn ich rausgehe und mir die Zeitung hole. Das sind Angestellte, die wohnen da gar nicht wirklich. Die stehen immer nur im Morgenmantel draußen und sagen, Good morning, Mark! Wenn ich rausgehe und die Zeitung hole. Hey there, Mister! Klebeband abgedeckt. Und meanwhile erlauben wir, also ein Großteil der Öffentlichkeit, es Facebook, intime Informationen über jeden seiner Nutzer zu sammeln.
Facebook kennt die Webseiten, die Veranstaltungen, die du besuchst, die Fahrzeuge, die du benutzt, weil Facebook mit so vielen anderen Webseiten verbunden ist. Es kennt sogar deinen Browserverlauf, selbst wenn du Facebook nicht nutzt. Und durch die Synthese dieser Informationen kann der Algorithmus von Facebook erstaunlich genaue Annahmen über dein Leben treffen. Der Erfolg von Facebook hängt davon ab, wie lange es denen gelingt, den Nutzer an sich zu binden und dieses Engagement dann an Werbekunden zu verkaufen. Hier liegt das wahre Geld und der Reichtum hinter Facebook. Facebooks Algorithmen arbeiten daran, die am besten abgestimmten Werbungen der Geschichte zu erstellen. Wie ihr wahrscheinlich schon selbst bemerkt habt, wenn ihr durch Instagram oder Facebook scrollt. Und das Unternehmen ist wahnsinnig erfolgreich dabei. Über 3,5... Ich weiß nicht, was die... Also bei mir scheint dieser Facebook-Algorithmus nicht zu funktionieren. Ich habe die ganze Zeit immer nur Analmaschinen, die mir empfohlen werden. Das scheint nicht zu, klappen bei mir. Milliarden Menschen haben im ersten Quartal von 2021 mindestens einer der Apps von Facebook benutzt. Und das macht fast die Hälfte der kompletten Weltbevölkerung aus. Sean Parker, der erste Präsident von Facebook, gab unverblümt zu, dass Facebook sich über den freien Willen seiner Nutzer hinwegsetzt. Als die Ingenieure Facebook entworfen haben, erklärt Parker, dass ihr Schwerpunkt auf folgendem Zitat lag. Wie können wir so viel Zeit wie möglich unbewusst verbrauchen. Parker gibt in einem Artikel zu, dass Facebook nicht nur wie eine virtuelle Droge süchtig macht, sondern auch ähnlich weitreichende Auswirkungen hat. Facebook verändert buchstäblich die Beziehung zur Gesellschaft und zu den anderen. Gott allein weiß, was es mit den Gehirnen unserer Kinder anstellt. Das war ein heftiges Eingeständnis, was aber erstaunlich wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, weil wir alle diese Realität tief in uns ignorieren wollen. Es ist einfacher, dahingehend taub zu sein. Wenn man darüber nachdenkt, hat die süchtig machende Kraft der sozialen Medien erstaunlich viele Ähnlichkeiten mit Drogen. Viele Drogen vermitteln die Illusion von Wissen und Kontrolle. Und die virtuelle Welt ermöglicht es auch dem Nutzer, die reale Welt auszublenden und sich in eine angenehme, passive Betäubung zu versetzen. Man wird vom Dopamin absorbiert, was einen dazu verleitet, sich das nächste Ding und das nächste Ding anzuschauen. Und wie bei jeder anderen Sucht auch, überschätzen die Menschen ihre Kontrolle über ihre Wirkung. Ich bin jetzt ganz ehrlich, ich war bestimmt 6 Jahre nicht mehr auf Facebook. Mindestens. Virtuelle Nutzung. Ich habe, seit ich an diesem Skript von diesem Video schreibe, versucht darauf zu achten und es fühlt sich wirklich, Leute, wie eine Sucht an. Es hat. Insta ist mein Facebook. Naja, Instagram, Twitter, TikTok und der ganze Krempel, ne? Also, ja. Also dadurch, dass Instagram ja auch Facebook ist, ist das ja eine Lüge, ne? Mich komplett eingenommen und das beängstigt mich. Achtet mal darauf, weil es fühlt sich wirklich wie eine Sucht an. Erst vor wenigen Monaten hat Frances Haugen, ehemalige leitende Produktmanagerin bei Facebook, enthüllt, dass Facebook das soziale Gefüge der Gesellschaft zerreißt. Und die Wissenschaft stimmt dem zu. Eine 2017 im American Journal of Epidemiology veröffentlichte Studie ergab, dass die Nutzung von Facebook mit einer Verschlechterung der psychischen und sogar physischen Gesundheit korreliert. Je mehr Zeit auf Facebook verbracht wird, desto schlimmer ist die psychische Gesundheit der Nutzer. Und Facebooks andere App Instagram ist sogar noch schlimmer. Eine Studie der britischen Royal Society for Public Health aus dem Jahr 2017 ergab, dass Instagram die schädlichste Social-Media-Seite ist, die Einsamkeit, Angstzustände und Depressionen verursacht. Das ist weder für Zuckerberg noch für die Öffentlichkeit ein Geheimnis. Es ist ein anerkannter Fakt. Aber wenn ihr dachtet, dass die globale Allgegenwart von Facebook und Social Media nicht schon gruselig genug ist, werden die Dinge jetzt noch dystopischer. Im Jahr 2013 sah Zuckerberg voraus, dass Facebook auf ein Plateau, also eine Art Stillstand, stoßen würde. Fast alle großen Tech-Unternehmen erreichen irgendwann ihr Verfallsdatum. Facebook musste also einen radikalen Wandel in Angriff nehmen. Und deshalb haben sie begonnen, alles in die VR-Technologie zu investieren. Sie haben ihre besten Ingenieure, Programmierer und Designer eingesetzt, um die sozialen Medien zu revolutionieren. Es sollte mehr als 8 Jahre dauern, bis der erste Prototyp produziert wurde und er wurde Metaverse genannt. Was ist nun das Metaversum? Nun, laut Zuckerberg ist das Metaversum die nächste Version des Internets. Facebook verspricht, dass das Metaversum die Welt in eine neue Realität einführen wird. Eine Realität, die aus verschiedenen Welten, Avataren und Unternehmen besteht. Professor Reed erklärte, Zitat, das Ziel des Metaversums ist nicht nur die virtuelle Realität oder die erweiterte, also Augmented Reality, sondern die gemischte Realität. Es geht darum, die digitale und die reale Welt miteinander zu verschmelzen. Letztendlich kann diese Mischung so gut und allgegenwärtig sein, dass das Virtuelle und das Reale nicht mehr voneinander zu unterscheiden sind. Und der Markt dafür ist gigantisch.
wenn wir erstmal in einer virtuellen Welt leben, in der eine gesamte Gesellschaft, Wirtschaft und Kultur existiert, dann sollten wir uns große Sorgen machen. Die meisten rationalen Menschen würden das wohl völlig ablehnen. Sie würden das nicht wollen, sie würden ein sinnvolles Leben wollen. Aber was wäre, wenn das Metaversum einem unendlich viel Sinn gibt? Das Metaversum wird uns durch Geschäfte, Unternehmen, Treffen mit Freunden, Konzerten von Berühmtheiten, Religionen, sofortige Nachrichten und sofortiges Vergnügen mit Sinn versorgen. Genauso wie jetzt die sozialen Medien uns ja mit genug Sinn versorgen, sodass wir einen Großteil unserer wertvollen Zeit damit verbringen. Du kannst so viel Freude empfinden, wie du willst, und du kannst tun, was du willst. Du kannst das Gefühl haben, dass das, was du tust, sinnvoll ist. Denn das ist die Illusion, die nötig ist, um dich im Metaversum-Algorithmus zu halten. Wenn ich mir mit einer Sache ziemlich sicher bin, dann, dass sie das Metaversum wahrscheinlich so gestalten werden, dass es schöner als unsere reale Offline-Welt ist. Und wenn die Mehrheit der Menschen in das... Naja, vielleicht sollten wir erstmal anfangen, dass es schöner ist als Sachsen-Anhalt, oder? Das ist wenigstens ein realistisches Ziel. Das Metaversum geht, bleibt nur noch ein kleiner Teil der Bevölkerung übrig, der außerhalb des Metaversums bleibt, die von ihren Freunden und ihrer Familie weiter ausgegrenzt sind. Und natürlich weiß Zuckerberg das und das will er auch. Er ist der Architekt dieser Entwicklung, der Schöpfer einer völlig neuen Realität. An embodied Internet, where you're in the experience, not just looking at it. And we call this the Metaverse. Denn das Metaversum verschafft mehr Geld, mehr Reichtum und Investitionen. Eine weitere Möglichkeit, in der deine Erinnerungen zerhackt und gewinnbringend an Werbetreibende weitergegeben werden. Und deswegen finde ich es so erschreckend, wie kaum jemand darüber redet und ernsthaft besorgt ist. Wir werden bereitwillig unsere Privatsphäre und Würde für ein paar virtuelle NFT-Schuhe von Nike aufgeben. Fröhlich verheiratet werden in einem Universum, das von einem Mann geführt wird, dem ganz genau bewusst ist, was er in der Gesellschaft bereits angerichtet hat und trotzdem weitermacht. Louis Vuitton, Gucci, Burberry und all diese großen Bekleidungsunternehmen kaufen bereits NFTs im Metaversum auf. Und Investoren kaufen jetzt Einkaufszentren, Immobilien, alles im Metaversum. Denn Experten sagen voraus, dass das Metaversum eine ganz neue, florierende Wirtschaft hervorbringen wird. Und das ist nicht etwas, was in ferner Zukunft liegt. Das geschieht in wenigen Jahren und es ist kein Witz, denn das bedeutet, dass die reale Weltwirtschaft durch die virtuelle abgelöst werden wird. Ich frage euch nochmal, stellt euch vor, ich erzähle jemandem im Jahr 2022, wie das Metaversum eines Tages unseren kompletten Alltag einnehmen wird. Wie wir geleitet von Dopaminausschüttungen ständig unsere VR-Brille aufsetzen und uns locker bis zu 16 Stunden am Tag in der virtuellen Welt befinden werden. Dieser Mensch würde mir wohl sagen, als ob wir das als Gesellschaft zulassen. Das echte Leben ist doch immer noch interessanter als etwas, was im Metaversum zu sehen ist. Halbe Giga TV, E-Sports. Ja, was machen wir jetzt? Ich würde sagen, wir holen uns Mistgabeln, Fackeln und ziehen los. Ne? Nach Hawaii. Den Zuckerberg krall ich mir. Ich mache jetzt einen Abgang. Ihr könnt rioten bis zum geht nicht mehr. Meine humoristische Power muss auch erstmal neu gebündelt werden. Ich brauche eine neue Bündelung für meine humoristische Power.